Herr Fuchslocher, können Sie uns nicht einmal eine neue Glühbirne in die Lampe reinmachen? Unsere ist schon wieder kaputt. Was? Bei Ihnen auch schon wieder? Ja, heide, nein. Das ist jetzt in 3 Tagen die 8 Glühbirnen, die ich auswechseln muss. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Wie ist denn das passiert? Oh, das weiß ich auch nicht. Ich bin ausgegangen und wie ich wieder reinkomme, war sie kaputt. Leni, hast du etwas gesehen? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe ja auf mein Geschäft geguckt. Und auf einmal glitzt und es fällt etwas runter und es wird dunkler. Und da habe ich natürlich gleich gemerkt, dass das unser Glühbirn gewesen ist. Und gleich gemerkt, das ist ja hochintelligent von Ihnen, dass Sie das gleich gemerkt haben. Und wie ist das vor sich gegangen? Ha, das ist überhaupt nicht vor sich gegangen. Sie war eben auf einmal kaputt. Das hat man ja sehen können. Erstens ist es dunkel geworden und zweitens hat unten das Glas gelegen und oben die Glühbirn hat ein großes Loch gehabt. Also Loch kann man da ja schon gar nicht mehr sagen. Die Hälfte vom Glas hat gefehlt. Und da habe ich mir, wie gesagt, gleich gedacht, dass die kaputt ist. Oh, das kann ich mir auch denken, dass Sie sich das gleich gedacht haben. Ich will wissen, wie das passiert ist. Seit 3 Tagen gehe bei uns Birne kaputt, auf ganz eigenartige Weise. Nagelneue Glühbirne. Und komischerweise ist nie jemand dabei, wenn sie kaputt gegangen. Wieso? Ich war doch dabei. Ja eben. Sie sind die Erste, die dabei war, wie das passiert ist. Deswegen frage ich Sie ja. Hab schon auch schnell zu Krieg vom Deisendorf wegen der Sache. Als ob ich was dafür kennt. Ihm sei aber auch kaputt. Ha, vielleicht haben die zu viel Elektrizität reingemacht in die Leitung. Und da ist die Birne eben auseinandergefatzt oder so etwas. Oh, sie sind auch ein technischer Genie. Zu viel Elektrizität reingemacht in die Leitung. Wie Sie sich das vorstellen. Elektrische Leitung ist doch kein Wurststau, die Platz, wenn man zu viel Zeug reintut. Dafür sind ja die Sicherungen da. Hanno, warum geht noch die Birne kaputt, wenn sie gesichert sind? Das frage ich ja Sie. Von selber können sie nicht kaputt gehen. 8 Stück, wo gibt's denn das? Das Fädele durchbrennt vielleicht, aber das Glas springt, das gibt's bloß, wenn eins dagegen haut. Also, haben Sie dagegen gehauen oder haben Sie dagegen geschmissen? Ich? Ja, wie kommen Sie mir denn vor, Herr Fuchslocher? Also, das muss ich mir ganz energisch verbieten. Hanno, das muss ich aber auch sagen, das ist wirklich allerhand die Leni zu verdächtigen, als ob die das mit Fleiß gemacht hätte. Jemand muss es aber mit Fleiß machen. Das muss aber sein, wo systematisch die Birne kaputt schmeißt, immer wenn gerade niemand im Zimmer ist. Hanno, das wird ja immer besser. Es soll die Leni auch noch systematisch alle anderen Glühbirnen zerstört haben, wenn niemand im Zimmer war. Außerdem stimmt es ja auch gar nicht. Ich war ja im Zimmer. Eben. Hallo, ich traue Ihnen das ja auch nicht zu. Dankeschön. Aber ich muss doch das rauskriegen. Waren Sie denn allein im Zimmer? Hallo, freilich. Und alle Türen zu? Nein, dahinter die Tür war offen zu dem Zimmer, wo der Schächterle und der Lehrbub ihre Plätze sind und ihre Schränke. Aha. Man kommt der Sache schon her. Und war in dem Zimmerle einer drin? Das weiß ich nicht. Oh doch, ich glaube, da ist eins gegangen. Ist keiner durch Ihr Zimmer gekommen? Ah, die kommen doch nie durch unser Zimmer. Die haben doch eine extra Tür. Du Fuchslocher, du sollst endlich einmal in der Sitzerei eine neue Glühbirne einmachen, haben die mir gesagt. Die hätte das gestern Abend schon gesagt. Und eben wie sie gekommen sind, war noch kein Licht. No? Schon wieder? Heute Morgen als erstes habe ich eine neue Birne gemacht. Ah, no, also das ist ja. Schwesterle, wir haben einen Sabotier im Betrieb. Das ist Sabotage. Das ist eine planmäßige Zerstörung, ist das. Ah, no, also alles habe ich schon erlebt in der Firma. Aber dass so eine Glühbirne zusammenschmeißt, das haben wir noch nicht gehabt. Freilich, Haube. Erinnern Sie sich genau, ob während dem, wo das passiert ist, eins neben eurem Zimmer gewesen ist? Ha ja, ich habe Ihnen doch gesagt, da ist eins gegangen. Und wer war das? Das weiß ich nicht. Das wird eben der Herr Schächterle gewesen sein oder der Kalle. Schächterle, warst du in Ihrem Zimmer da drin? Ja, warte mal. Ja, vor einer Stunde bin ich das letzte Mal drin gewesen. Warum? Also kann bloß der Kalle drin gewesen sein. Ah, da sind Sie ja, Herr Fuchslocher. Ich suche Sie im ganzen Haus. Sie sollen mal zu Fräulein Kriebisch kommen. Es wäre dringend. Ja, bei der ist immer alles dringend. Was will sie? Ha, was wird sie wollen? Beschweren wird sie sich wollen. Du, Kalle? Warst du vorher in Ihrem Zimmer? Ja, warum? Hast du durch die Offizier gesehen oder gehört, wie der Fräulein Kaubel ihr Glühbirn kaputt gegangen ist? Nein, schon wieder eine? Das muss ja ein saumäßiges Material sein. Ah, du meinst, die gehen von selber kaputt? Hallo, Freule, es wird halt nur alter Gruscht von Vorderwährung sein. Ah, guck mal, oh, eine sehr gute Begründung hast du da zurecht gegeben. Alter Gruscht. Diese Birnen sind zufällig ganz frisch von der Fabrik geliefert.